Leute, boah, ich bin gerade so voll unterzuckert, ey. Ich bin gerade aufgewacht und habe Zucker von 36. Oh, mir ist gerade ein bisschen, boah, voll heiß, voll schwitzig. Ich habe der Schwester schon Bescheid gesagt. Ich kann jetzt gerade mal richtig geil Kirschen essen hier. Ich habe schon Apfelsaft getrunken. Boah, mir ist gerade mal richtig. Guck mal hier. Ich habe meine Kirschen. Ich fühle mich gerade ein bisschen komisch, aber. Naja. Aber was ich noch erzählen wollte, wegen gestern. Ob ich jetzt einen Tag Zucker bin, noch nicht so egal. Ja, auf jeden Fall am Samstagabend noch, ne? Nachdem Schatzi dann weg war, ich war ja mit Schatzi noch essen. Sagen wir mal so, fangen wir mal anders an. Ah, der wird hier gerade was. Sorry, bei Unterzuckerung, da ist man immer so ein bisschen durch den Wind. Abgesehen, sieht ganz toll aus, ne? Frisch gewaschen, wie man noch im Schlaf, sag hier. Ja, auf jeden Fall, pass auf. Samstag sind wir nach Lüneburg gefahren, haben uns das Deutsche Salzmuseum angeguckt. War super interessant. Muss man mal gewesen sein, auf jeden Fall. Dann waren wir danach noch ja. Ausstellung, Sonderausstellung, 50er Jahre oder Leben und Wohnen in den 50er Jahren, auch immer so geil. Habe ich euch ein paar Fotos schon von reingestellt. Ja, dann bin ich dann halt ja auf den Kalkberg hochgegangen mit der tollen Aussicht, was ihr auch schon alle gesehen habt. War ganz stolz auf mich. So langsam kommt der Zucker auch wieder hoch. Dann war ich ja noch immer auf dieser Kirmes da, die halt da war. Ich bin nur drüber gegangen, aber ich musste einmal diese Düfte aufnehmen von der Kirmes. Weißt du, so. Überall riechen, aber nichts essen. Gut, es fiel mir jetzt nicht ganz so schwer, weil die Stände, die ich nicht kenne, da esse ich eh nichts. Da bin ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin einfach so ein Sendmensch und mittlerweile dann auch Semü-Mensch geworden, aber. Woanders esse ich nicht wirklich was. Ja, dann sind wir wieder nach Hause. Habe ich mich hier ein bisschen ausgeruht. Und ein bisschen gequatscht hatten wir draußen noch mit Doreen und Sascha. Und dann sind Schatzi und ich dann abends um, ich glaube, um 7:15 wieder losgegangen. Dann wir zum Utzpan und haben dann schön gegessen. Diesmal gab es dann. Große Sauerei. Das waren dann so. Ich muss auch irgendwas essen. Drei Schweinefilets mit. Geil, ne? Wie lange ich mal brauche. Ich unterzuckert ist echt kacke. Boah. Drei Schweinefilets mit Zwiebeln und Tomaten überbacken. Ein leckeres Gemüse hat so einen Bratkartoffel. Sehr lecker. Und vorher hatte ich noch eine Tomatensuppe. Ja. Jetzt pass auf, Leute. Weißt du, was mein Mann gegessen hat? Ich glaube das nicht. Der hat Pferd gegessen. Der hat Rindersteak. Ja, ne? Pferdesteak gegessen. Aber er sagt, es war lecker. Ganz ehrlich, ich hätte es auch probiert, aber ich darf ja nicht. Ich hätte es echt probiert, aber egal. Gut, danach sind wir dann noch spazieren gegangen. Im Verdauungsspaziergang. Alter, die Geschichte würde ich eigentlich am liebsten nie erzählen, aber ich muss sie erzählen, weil die war eigentlich sehr lustig. Ey, wir sind dann runter zum, na hier, zu Böhme, sag ich mal. Und Kiko noch so, ah, wir können ja noch hier links eben rum, ich brauche noch einen Verdauungsspaziergang. Jo, so, ja, alles klar. Ich
Dann sind wir so halb links rum und auf einmal fing das an, bei mir im Arschel zu brummen. Aber richtig. Und ich so, Schatz, ich muss aufs Klo, aber so schnell wie es geht. Alter, was wollen Sie, wie schnell ich wurde? Ich bin gerannt. Ich meine, rennen jetzt nicht, aber ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Ich hatte einen Arsch auf dem Druck, das glaubt ihr nicht. Ehrlich, ich dachte, das geht in die Hose. Wie ich dann wieder auf dem Gelände war, musste ich fünfmal anhalten, um mir den Arsch so zu kneifen. Und kurz vorm Klo habe ich schon gedacht, ich habe mir die Hose gemacht. Er ging gar nicht mehr. Ich hatte Schmerzen im Bauch und einen Druck auf dem Arsch. Oh, Leute. Ich nur noch rein auf dieses Klo. Ich hatte die Hose noch nicht ganz unten und die Tür vom Klo noch nicht zu. Da habe ich da. Naja, ihr wisst schon was, ne? Ich sag mal, es ging so gerade eben noch glücklicherweise in die Tür und nirgendwo anders hin. Mein Mann stand draußen und hat alles mitgekriegt und stand dann so ein Schild gelesen. Kreative Freizeitgestaltung. Und hörte dann nur noch von mir sämtliche Geräusche vom Klo. Also, er hat sich wohl schlapp gelacht. Ha, ha, ha. Ja. Gut. Dann haben wir dann, nachdem das dann erledigt war, noch ein bisschen draußen zusammen oder unten zusammengesessen. Und anschließend bin ich dann noch mit meinen Leuten hinten im Seminarraum und habe dann noch Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Und zum einen meinte dann Sando, oh, wie wär's, wenn wir zum Bett gehen? Also, das wird doch mal Zeit, ne? Also, ich war halt ins Bett gegangen, die Nacht war beschissen. Ich hätte eigentlich doch besser aufbleiben können. Guck mal, seht ihr den da hinten? Das hier, das ist der kleine Elias. Ja, mein kleiner Süßer. Bald kriege ich dann noch ein paar Freunde dazu. Ich habe nämlich noch ein paar Freunde gekauft. Ja, und dann gestern sind wir dann spontan mal eben nach Celle. Ich wollte eigentlich in den französischen Garten in Celle. Ja, den haben wir natürlich nicht gefunden. Da habe ich gedacht, gut, dann fahren wir zum Schloss in Celle. Das haben wir natürlich auch nicht gefunden. Und weil wir wenig Zeit hatten, weil Ulla und Wolfgang ja kamen, also Schwiegereltern, mussten wir dann wieder zurück. Und wie wir so zurückgefahren sind, so durch Celle, haben wir auch das Schloss noch so vorbeifahren gesehen. Hey. Ja. Dann waren wir halt wieder hier, dann kamen dann Ulla und Wolfgang und dann sind wir mit Ulla und Wolfgang eine Runde spazieren gegangen, so ein Stündchen. Richtig schön durch den Wald hier, ne? Also richtig, wirklich schöner Wald. Also toi, toi, toi. Mir taten zwar ein bisschen die Füße weh momentan, ich glaube, ich laufe zu viel. Na, scheiß drum, sieht durch, ne? Ja, dann waren wir noch im Utzmann, haben noch Kaffee und Kuchen getrunken, wurde gegessen. Und dann waren die auch wieder weg. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen rumgehangen. Also vielmehr, wir haben erst noch draußen gesessen mit Doreen und mit Sascha gemütlich. Haben mein Armbrot gegessen und dann sind wir abends dann nochmal runtergegangen und haben halt Billard gespielt und Dart gespielt. Und wer hat gewonnen? Doreen und danach ich. Ja. Beim Darten, wohl bemerkt. Darten. Und Kiko hatte sogar seine Pfeile bei mir. Wie geil war das denn, ne? Naja, und dann war Schatzi auch schnell weg. So um 8:30 oder so. Und wir haben auch um 10 Uhr Feierabend gemacht, ja. Na, tja, und das war eigentlich so das war so das Wochenende. Jetzt habt ihr sogar mal eine Unterzuckerung mitgekriegt. Mir geht so langsam wieder besser. Es kribbelt ein bisschen hier. Jetzt werde ich gleich mal die Schwester anrufen und Bescheid sagen, dass es mir wieder besser geht. Und oh, den Rest wird man sehen, ne? Leute, damit es nicht noch länger dauert. Ich würde sagen, bis heute Abend mal in alter Frische, vor allem frisch gewaschen und alles. Ich sag mal, ciao.